apropos Tutorials, als du damals angefangen hast, wie hast du dir das beigebracht? Handbuch lesen oder? Also ich bin mehr so einer, der Learning by Doing macht. Und hatte damals nicht unbedingt den Ehrgeiz, jemand anders fragen zu wollen. Besser gesagt, andersrum den Ehrgeiz, das selber rausfinden zu wollen. Und das hat viel Zeit gekostet. Das würde ich heute, glaube ich, anders machen. Und das ist auch ein Teilbereich meiner Arbeit, dass ich anderen Leuten beibringe, wie das geht. Mhm. Viele fragen, was bist du bescheuert, anderen Leuten erklären, wie das geht. Du machst dich ja selber überflüssig. Aber das sehe ich ein bisschen anders, denn zum einen ist der Markt für die 3D-Visualisierung ziemlich groß. Und manche Kunden könnte man als Einzelkämpfer auch gar nicht bedienen. Und warum den nicht in die Lage versetzen, das selber zu können und dem als Ansprechpartner für Probleme und so weiter zur Verfügung zu stehen, um dann vielleicht projektbezogen mit dem mal zusammenzuarbeiten, sodass der Schulungsbereich bei mir auch ein immer wachsendes Feld darstellt, wo ich mich tummel. Und da ist Rhino eins der ganz großen Themen, die für mich so auf dem Plan stehen, um problembezogen Lösungen dem Kunden zu bieten und sagen, wenn du das machen willst, musst du das in Rhino so und so machen, um schnell zum Ziel zu kommen. Wie sehen Schulungen bei dir aus? Also was sind da die Themenschwerpunkte? Also ich bin kein Freund von, wir machen mal Level 1 oder Level 2 Schulung. Wenn du jetzt kämst und sagst, pass mal auf, ich bin Produktdesigner und ich möchte gerne in Zukunft meine Kaffeekannen oder meine Wasserkocher oder was auch immer es so gibt, in 3D bauen, weil ich das irgendwie cool finde. Da muss man gewisse Grundsätze kennen und die kann ich dir natürlich beibringen. Das mache ich aber immer auf Basis von dem, was du gerade vorhast. Das heißt, ich nehme nicht irgendwie ein Modell von mir aus dem Schrank, sondern ich sage, du willst eine Kaffeekanne machen? Gut, dann bauen wir in unserer Schulung eine Kaffeekanne und am Ende der 2-3 Tage, je nachdem wie lange, ist das, was du gerne hättest, fertig. Und dann weißt du auch, wie das geht. Das Problem bei so einem Programm ist, oder bei allen Programmen, wenn ich da nicht dranbleibe, ist alles, was ich in den 2 oder 3 Tagen gehört habe, wieder weg. Das heißt, da muss man dranbleiben und sich Projekte suchen, die man umsetzen will. Weil einfach nur sagen, ich will das jetzt lernen, ich weiß aber nicht, warum und womit, das ist immer doof. Ich würde nicht unbedingt sofort mit einem Auto anfangen. Generell, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, finde ich das Hinterherhecheln der Automobilindustrie ein bisschen fehl am Platze. Denn ein Einzelkämpfer wie du und ich, die würden doch von Audi nie einen Auftrag kriegen, um den neuen A6 zu visualisieren. Dafür gibt es Firmen, die haben eine Armada von 3D-Artists, um das in einer gewissen Zeit abfackeln zu können.